Am 24. April um 1.48 Uhr nach Mitternacht wird etwas sehr, sehr Intensives passieren. Und zwar wird dann der Vollmond in den Skorpion sein. Und das hat es in sich. Das ist eine sehr, sehr intensive, heftige, transformative Energie. Ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich jetzt diesen Zeitpunkt zum Anlass genommen habe, mal jetzt mir die Erlaubnis zu geben, die Sonnenbrille aufzulassen, weil ich finde, das hat so ein bisschen was von was mystisch Geheimnisvollen, als wenn ich was zu verbergen hätte. Und ja, tatsächlich, das hat sehr, sehr viel damit zu tun. Vollmond in Skorpion, da geht es um Geheimnisse, da geht es um Entlüftungen, da geht es aber überwiegend oder ausschließlich um Geheimnisse, die du vor dir selbst hast. Was aber genau mit dem Vollmond im Skorpion auf sich hat und um welche astrologischen sehr wichtigen Nebenschauplätze es hier handelt, werde ich dir in diesem Video sehr gerne erklären. Lass uns trotzdem wie immer bei mir klassisch beginnen. Wofür steht der Vollmond überhaupt? Der Vollmond bedeutet quasi nichts anderes, als dass die Sonne den Mond anstrahlt und wir quasi uns genau dazwischen befinden. Also hier haben wir den Mond, da ist die Erde und da ist die Sonne. Und die Sonne strahlt quasi den Mond an und deswegen sehen wir einen Vollmond. Und wenn sich jetzt nun der Vollmond in Skorpion befindet, ist das sehr, sehr, ich würde sagen, es gibt keinen intensiveren Vollmond als der Vollmond in Skorpion. Aber nochmal zurück. Opposition nennt sich das. Vollmond ist quasi nichts anderes als eine Opposition. Das heißt, wenn sich zwei Himmelskörper gegenüberstehen. In dem Fall ist es einmal die Sonne, die dem Mond gegenübersteht. Oppositionen sind herausfordernde Aspekte. Herausfordernde Aspekte bedürfen Aufwand, Bewusstsein, um eine Entspannung in die Anspannung reinzubringen. Und deswegen auch so wichtig, dass man ein Bewusstsein dafür hat. Weil das ist keine von sich alleine fließende harmonische Energie. Es ist weniger eine harmonische als vielmehr eine sehr herausfordernde, in dem Fall sehr überwältigende Energie. Kommt drauf an, wie du natürlich dein Leben bis jetzt gestaltet hast, wie dein individuelles Horoskop sich zu diesem Aspekt befindet und wie die Aspekte zu deinen individuellen Himmelskörpern, zu dem besagten Vollmond aspektieren. Aber so im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass bei Oppositionen quasi die Energien angespannt sind und bei Mond und bei der Sonne handelt es sich darum, dass quasi das, was wir brauchen, nicht das ist, was wir wollen. Nicht wahr? Das ist die Sonne, die will, der Mond, der braucht. Ja? Und da haben wir eine Diskrepanz zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir brauchen. Nur da jetzt aber der Mond sehr stark angestrahlt wird, weil bei einem Vollmond ist ja die Sonne der Himmelskörper, der ja den Mond anstrahlt, ist jetzt der Hauptaugenmerk auf den Mond gerichtet. Und wenn jetzt der Mond in Skorpion ist, dann geht es nun mal eben sehr, sehr stark um unsere Bedürfnisse. Ja, was wir glauben, was unsere Bedürfnisse sind. Und wenn sich das jetzt in Skorpion befindet, ist es super, super, super intensiv. Und was es genau damit auf sich hat, werde ich jetzt erklären. Mein Name ist Ryan Badlener. Ich bin Astrologe und möchte dir auf meinem YouTube-Kanal alles über die Astrologie beibringen, weil ich der Meinung bin, dass die Astrologie das beste, stärkste und effizienteste Werkzeug dahingehend ist, um dich selbst zu erkennen, um mächtig zu werden, um sehr stark Einfluss zu nehmen auf dein Leben. Ja? Um selbstermächtigt, proaktiv dein Leben in die Hand zu nehmen und einfach mächtig zu werden, starken Einfluss zu haben. Weil die Astrologie dir nämlich am besten aufzeigen kann, meiner Meinung nach, wo deine Stärken sich befinden, aber eben auch deine Schwächen, deine Verletzungen, sogar deine Traumata, deine Blockaden, deine unterbewussten Themen, deine Schattenthemen. Um diese infolgedessen aufzulösen, um an deine latenten Talente, Stärken, verborgenen Fähigkeiten und Potenziale zu kommen, um diese dann gekonnt in dein Leben zu integrieren, um infolgedessen ein sehr sinnvolles, glückliches, erfülltes, selbstbestimmtes und vor allen Dingen aber auch friedliches Leben leben zu dürfen. Die Astrologie kann ja sogar tatsächlich die Frage beantworten, warum sich deine Seele dieses Seelenleben hier ausgesucht hat. Tatsächlich kann das die Astrologie beantworten, in den richtigen Expertenhänden, versteht sich. Wenn du aber nicht die Geduld und die Muße haben solltest, dir all das astrologische Fachwissen dir selber beizubringen, dann kannst du natürlich auch einen sehr schlauen, direkten, cleveren Weg zu mir suchen, weil ich aufgrund meiner mittlerweile 12 Jahre lang astrologischen Erfahrungen sowohl 1:1 als auch paar astrologische Beratungen anbiete. Wenn dich diese interessieren sollten, kannst du dich gerne mir
zubewegen, auf mich zukommen und wir beide vereinbaren einen Beratungstermin. Weil aber eine persönliche Beratung nun mal eben was sehr Persönliches ist, ein Mindestmaß an Vertrauen, aber vor allen Dingen ein gutes Gefühl erfordert, biete ich ein kostenloses, unverbindliches Kennenlernen-Erstberatungsgespräch an, in dem wir beide uns kurz kennenlernen. Dieses Gespräch dauert ca. 15 Minuten, habe eigens dafür ein Video verfasst, das Video extra hier oben für dich verlinkt und dort nochmal ausführlich erklärt und beschrieben, was genau mit meiner Person auf sich hat, wo ich herkomme, warum ich das mache, was ich hier tue, warum ich ganz besonders gut und ein Experte bin in dem, was ich hier tue und worin hier der ganz große Mehrwert für dich liegt. Wenn dich das interessiert, dann komm gerne auf mich zu und wir beide vereinbaren einen solchen kostenlosen, unverbindlichen Ersttermin. Trotzdem würde ich gerne wissen, was du mit Vollmond im Skorpion für Erfahrungen bis jetzt gesammelt hast. Oder beziehungsweise weißt du, in welchem Haus sich der Vollmond im Skorpion in deinem individuellen Horoskop befindet? Bitte teile dein Wissen, deine praktischen Erfahrungen mit unserer Community und hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne diesen meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe, damit du auch ja keines meiner weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Ich habe etwas Neues ins Leben gerufen und habe hier unten in der Videobeschreibung ein Unternehmen verlinkt und würde mich sehr freuen, wenn du mir dabei hilfst, dieses Unternehmen zu unterstützen. Ganz viele Menschen sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, Ryan, wir möchten gerne spenden, was kann ich tun, wo kann ich spenden? Und das finde ich total süß und herzzerreißend, dass das passiert ist. Das rührt mich immer wieder, wenn Menschen auf mich zukommen und ihren Beitrag leisten wollen und mich unterstützen. Das sehe ich denen sehr, sehr nah. Also vielen, vielen Dank. Und ich bis jetzt aber immer geantwortet habe, dass ich keine Spende haben will. Und wenn man mich unterstützen will, dann hilfst du mir am meisten, indem du anderen hilfst. Und ich liebe Tiere, ich liebe die Natur und das Unternehmen da unten, da kannst du Regenwald kaufen. Unglaublich, ein super sympathisches Unternehmen. Ich bin der Meinung, dass es ein sehr seriöses Unternehmen ist. Ich profitiere hier überhaupt nicht, ja? Ich partizipiere hier null. Da geht es einfach nur darum, dass ich dich darauf sensibilisieren will. Unterstütze mich dahingehend, Regenwald zu retten, indem du Regenwald kaufst und es der Natur zurückschenkst, beziehungsweise den darin befindlichen Tieren. Unglaublich tolles, sehr sympathisches Projekt. Ich bin der Meinung, dass es sich hier um ein seriöses Unternehmen handelt. Aber check das selber nochmal ab. Ne? Recherchiere du auch nochmal. Ich bin der Meinung, das ist alles koscher. Das kann man machen. Und da würdest du mich am meisten mit unterstützen, wenn du mir hilfst, diese Leute zu unterstützen. Weil die helfen, Regenwald zu schützen, also kaufen Regenwald und retten nun mal eben die darin befindlichen Lebewesen. Ganz, ganz wichtig. Ist ein Herzensprojekt. Vielen Dank schon beim Voraus. Nun gut, der Vollmond in Skorpion. Um genau zu sein, in 4 Grad Skorpion. Wenn du noch tiefer drauf einsteigen möchtest, dann wäre es jetzt sinnvoll, in deinem individuellen Horoskop abzuchecken, wo sich denn in deinem Horoskop in 4 Grad Skorpion, in welchem Haus es sich befindet. In welchem Haus oder es betrifft dich sogar sehr, sehr stark, wenn du Tierzeichen Skorpion bist oder Stier oder ein anderes fixes Zeichen wie Wassermann und Löwe sehr, sehr stark. Aber es betrifft uns alle sehr, sehr, sehr stark. Es kommt eben auf diese Orbisgrade an, wenn du Planeten ja, dort hast in 4 Grad Skorpion oder wenn du Mond in Skorpion hast in 4 Grad. Ja, das ist meiner Meinung nach, das ist die heftigste Position. Das spürst du am allermeisten. Ganz, ganz klar, ja, wenn dein Mond sich in Skorpion befindet. Aber dann hast du ja eh sehr, sehr intensive emotionale Zustände. Und bist eigentlich gewohnt, diese Zustände zu erleben. Nur das ist dann noch mal heftiger für dich, meiner Meinung nach. Oder wenn dein Aszendent sich in diesen 4 Grad Skorpion befindet. Ne? Oder in 4 Grad Stier. Oder wenn deine Sonne in 4 Grad Skorpion oder Stier sich befindet. Oder du eine Verdichtung von diversen Himmelskörpern hast, die sich in diesen Orbisgraden befinden. Dann betrifft dich das natürlich ganz, ganz besonders stark. Im Großen und Ganzen geht es jetzt hier darum, Vollmond in Skorpion. Was ist das Hauptthema? Ich bin der Meinung, das Hauptthema hier ist das Verborgene, das Versteckte ans Licht zu bringen. Weil der Mond hat ja mit dem Unterbewusstsein zu tun, mit der weiblich rezeptiv emotional empfänglichen Energie, ja, und wird jetzt von der Sonne, von der bewussten männlichen Energie angestrahlt. So in etwa kannst du das verstehen. Ne? Das heißt, die Geheimnisse in deinem Leben werden dir jetzt
Es kommt darauf an, wie du dein Leben gestaltet hast. Entweder angenehm oder unangenehm unter die Nase gerieben. Kommt darauf an, wie du die bis jetzt gehandelt hast, wie wahrhaftig du bis jetzt gewesen bist. Aber so im Großen und Ganzen kannst du dir selber mal die Frage stellen, wie ehrlich und wahrhaftig sind denn die meisten Menschen mit sich? Ne? Bedeutet, ich bin der Meinung, die meisten leider werden zu diesem besagten Zeitpunkt heftige emotionale Zustände erfahren. Ja? Und was ich schon mal vorneweg sagen möchte, auf keinen Fall manifestieren zu diesem besagten Zeitpunkt. Der Vollmond in Skorpion und grundsätzlich Vollmonde sind eher für die Introspektion gedacht, eher für die Beobachtung der emotionalen Zustände und eher so dem Lauschen gewidmet, dass du nach innen lauschst, nach innen fühlst und du verstehen lernen möchtest, was dir denn deine Emotionen sagen möchten, worauf dich deine Emotionen hinweisen möchten, egal wie unangenehm sie auch sein mögen. Und der Vollmond in Skorpion hat meiner Meinung nach mit den unangenehmsten Themen zu tun. Warum ist das so? Weil, lass mich einige sagen. Lass mich dir das sagen vor allen Dingen. Ganz interessant. Weißt du, die größte, krasseste Resonanz habe ich von einem bzw. zwei Videos erhalten. Da habe ich so eine heftige Resonanz bekommen und das war von dem Video Mond in Skorpion, wie ich das beschrieben habe. Und da habe ich so rührende, echt persönliche Nachrichten erhalten, wo Leute auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, Mensch, endlich versteht mich jemand. Endlich verstehe ich, warum diese so unglaublich heftigen emotionalen Zustände mein ganzes Leben begleiten und warum das bei mir irgendwie gefühlt viel, viel intensiver als bei anderen ist, weil es nun mal eben so ist. Ne? Und das sagt das deswegen, weil das keine sehr einfache Position ist. Das ist schon echt eine schwierige Position. Es gibt immer eine Position, wo sich der Mond ganz besonders wohl fühlt und eine, wo der Mond eher erniedrigt ist und schwierig ist zu handeln ist. Der Mond fühlt sich am wohlsten im Tierkreiszeichen des Stiers und ist aber erniedrigt im Tierkreiszeichen des Skorpions. Das heißt, das ist eine sehr schwierige Position und ich bin der Meinung, wir alle, auch wenn wir nicht diese Position haben, fühlen das zu dem besagten Zeitpunkt. Bedeutet, wir werden mit Geheimnissen konfrontiert, die wir vor uns selbst haben. Das Skorpionprinzip ist dem achten Haus zugehörig. Und das achte Haus hat mit den Geheimnissen zu tun, die wir absichtlich vor anderen verborgen halten. Okay? So. Aber auch eventuell vor uns selbst. Ja? Dass wir uns da eventuell was einreden. Ne? Das kann durchaus der Fall sein. Und zu diesem besagten Zeitpunkt ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, oder ich bin eigentlich der Meinung, es wird gar nicht anders gehen können, dass die Wahrheit gefühlt ans Tageslicht kommen möchte. So. Heißt, die Frage ist, wie wahrhaftig bist du? Deswegen habe ich jetzt auch die Sonnenbrille angelassen, weil es hier um das Verborgene, um das Tabuisierte, um das Versteckte, um das Skorpionprinzip handelt. Das Skorpionprinzip hat sehr viel mit Transformation, mit Tabus, aber eben auch mit Geheimnissen zu tun. Mit Sexualität, mit Macht, mit Ohnmacht. Und da bin ich der Meinung, sind die Themen sehr, sehr überwältigend, sehr, sehr heftig. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin der Meinung, dass zu diesem besagten Zeitpunkt so, so heftig ist, dass die Dunkelheit sogar sehr unschöne Rituale gestaltet, ja? Um diese Energie im negativen Kontext zu nutzen. Und das rate ich natürlich nicht. Ich rate dir, eher Licht ins Dunkeln zu bringen, um eher für dich zu verstehen, was du für Geheimnisse hast. Deine eigenen Abgründe. Oder dass du für dich vielleicht dir was vorgemacht hast bezüglich der Abgründe der Menschen, die dir sehr, sehr nahe stehen. Weil Skorpion ist ein sehr, sehr intimes Zeichen. Ein sehr persönliches, intimes Zeichen. Und entweder das du dir selbst, irgendwie die Geheimnisse dir selbst jetzt um den Latz geknallt werden oder dass du irgendwie lange Zeit probiert hast, die Geheimnisse der Menschen, die dir sehr wichtig sind, irgendwie nicht an dich herankommen zu lassen. Du hast etwas gesehen oder etwas gehört oder etwas mitbekommen oder etwas miterlebt quasi, was sehr, sehr heftig, brutal und schmerzhaft war und hast das einfach so weggeschlossen, weggesperrt und dir gesagt, nein, das ist nicht passiert, weil es einfach so brutal und schmerzhaft gewesen ist. Ne? Und du einfach Angst gehabt hattest, wenn du da jetzt sehr stark in die Konfrontation gehst oder in die Bewusstwerdung, dass das
eventuell mit Trennung zu tun haben könnte. Und diese Trennung, die dir so große, starke Angst macht, dass du in die Ohnmacht gehen könntest. Weil die Skorpion-Thematik hat sehr, sehr viel mit Macht und Ohnmacht zu tun. Ja? Und du siehst, das ist schon eine sehr, sehr heftige Energie. Sehr, sehr heftig. Und ich würde dir gerne was anderes sagen, aber es ist halt mal eben so. Und das ist auch das, was die meisten nicht verstehen. Transformation hat mit Schmerz zu tun. Es gibt meiner Meinung nach keine transformativen Prozesse ohne den Faktor Schmerz. Und das könnte sehr schmerzhaft werden, sich mit seinen Schattenthemen auseinanderzusetzen, mit deinen Geheimnissen, mit den Dingen, die du die ganze Zeit dir selbst vorgemacht hast. Oder was dir vorgemacht wurde. Zum Beispiel, dass du mit einem Partner lebst, der, keine Ahnung, was sehr Schlimmes und Böses gemacht hat, dich sehr verletzt hat, du das aber einfach ignoriert hast und du wolltest das nicht sehen, du wolltest das nicht hören, du wolltest nicht damit zu tun haben, weil du riesengroße Angst hast, nun mal eben diesen Menschen zu verlieren und dann alleine dazustehen. Und dass dir eine immense Angst verpasst und dir dieses überwältigende Gefühl der Ohnmacht gibt. Und das macht halt Angst, das kann ich verstehen. Ne? Das hat mit Schmerzen zu tun, das hat mit Ängsten zu tun, mit unterbewussten, dunklen Ängsten, ne? Die eben auch mit dunklen Themen zu tun haben. Nochmals, Skorpionenergie hat mit der Dunkelheit zu tun. Ja? Die skorpiongeprägten Menschen wissen um die Abgründe der Menschen, wissen, was es für böse Dinge auf dieser Welt gibt. All die Dinge, über die keiner redet, all die Dinge, die man im Hintergrund behält, all das, was im Schatten passiert, all das, was in der Dunkelheit passiert, ja, da will ja keiner drüber reden, vor allen Dingen in der spirituellen Branche will da irgendwie keiner drüber reden, meiner Meinung nach. Alles ist nur Luft und Liebe und wunderbar, aber keiner möchte so über die dunklen Themen reden, die hier die ganze Zeit auf der ganzen Welt abgehen. Aber nicht nur weltweit, auf globaler, kollektiver Ebene, sondern auch bei jedem privat, weil wir alle ein Teil davon sind. Ne? Und die skorpiongeprägten Menschen, die wahrhaftig sind und hoffentlich einen Glauben haben, weil wenn der Glaube nicht da ist, ja, dann ist ein skorpiongeprägter Mensch brandgefährlich. Aber wenn der Glaube da ist, dann ein ganz besonderer, tiefgründiger, wundervoller Mensch. Und deswegen sind mir diese Menschen auch am, also was heißt mit am liebsten, aber doch schon sehr sympathisch, weil die skorpiongeprägten Menschen, die verstehen, was es mit der Verborgenheit auf sich hat. Die verstehen, was es mit den Geheimnissen auf sich hat. Die verstehen Tabuthemen, ja, die lassen sich hier nicht einfach was vormachen, okay? Die wissen genau, was es mit den Abgründen der Menschheit zu tun hat. Deswegen ist auch dieses Vertrauensproblem so stark ausgeprägt, ja? Das heißt, diese Menschen vertrauen auch nicht so schnell und das hat seine Gründe, weil die Menschen, die Skorpion geprägt sind, sehr, sehr stark um die niederen, bösen, ja, was soll ich sagen, das Wort, mir fällt kein anderes Wort ein, ekelhaften, bösen Abgründe der Menschheit verstehen. Ne? Das heißt ja nicht, dass wir alle so sind, aber es gibt sehr heftige menschliche Abgründe, die sehr, sehr brutal manifestiert werden können. Ne? So, ich will jetzt nicht zu sehr auf diese brutalen manifestierten Themen eingehen, weil dann wird das Video hier gesperrt, weil das ist dann mal alles andere als jugendfrei hier. Aber ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Ne? Das sind ganz, ganz heftige, dunkle Themen. Ne? Genau. Vielleicht will ich das ganz kurz anschauen. Zum Beispiel das Thema, dass irgendwie jedes Jahr sehr, sehr, sehr viele Kinder verschwinden. Zum Beispiel, ne? Das ist dieses Thema. Darüber redet aber keiner. Ne? Das will man irgendwie nicht ansprechen. Muss man auch richtig recherchieren, um da auf Zahlen zu kommen. Ne? Aber es verschwinden weltweit jährlich ganz viele Kinder. Und das hat einen Grund, auf das ich jetzt nicht tiefer eingehen möchte. Aber das hat mit diesen heftigen, dunklen Themen zu tun. So. Aber ich schweife ein bisschen ab, du siehst, ich wollte dir es dir nur verdeutlichen und dir erklären, was es mit diesen Energien auf sich hat. Also nochmal, Vollmond in Skorpion wird alles Verborgene ans Licht bringen. Meistens unangenehm. Wenn du aber ein Mensch bist, der sehr, sehr wahrhaftig mit dir selbst gewesen ist, ja, der irgendwie für sich gerade steht, komplett aufgeräumt hat, so gut es geht nach bestem Wissen und Gewissen ein guter Mensch zu sein, ohne niemanden zu schaden, sich selbst nichts vorgemacht hat, dann muss das nicht so sein. Dann ist es tendenziell ähnlich, aber mehr auf andere bezogen und mehr dahingehend, dass du realisierst, was es für Gefahren auf dieser Welt gibt, was es für dunkle Energien gibt. Und das kann einen echt einschüchtern und Angst machen. Das ist genauso wie, als wenn du so einen brutalen Horrorfilm sehen
würdest. Ne? Dann kriegt man ja auch Angst und hat irgendwie das Problem, danach irgendwie alleine im Bett zu schlafen, das Licht auszumachen und lässt das Licht dann doch lieber besser an. Ne? Genau diese Energie ist das. Ja? Auch sogar, wenn du wahrhaftig mit dir selbst gewesen bist. Aber nach diesem Horrorfilm, wenn das ein ziemlich heftiger, brutaler Horrorfilm gewesen ist, ja, dann wird es schwierig, halt eben im Dunkeln zu schlafen. Ne? Und genau das könnte dann auch passieren, auch wenn du sogar mit dir wahrhaftig warst, dass du einfach, weil du bist ja ein Teil von dieser Welt und du lebst ja auch hier und du kriegst das ja auch alles mit. Ne? Und nur weil bei dir alles super ist, heißt das ja nicht, dass du jetzt nicht mitfühlend bist. Ne? Und das trifft dich dann eben genauso. Aber was sehr, sehr wichtig ist, ist, das hat jetzt alles sehr dunkel angehört, nicht wahr? Und irgendwie unangenehm. Aber, weißt du, wahre Magie liegt im Schmerz. Denk mal drüber nach. Ich musste da länger drüber nachdenken. Ne? Das heißt, die Transformation, da, wenn du den Mut, den Willen und die Wahrhaftigkeit besitzt, da durchzugehen, da durchzufühlen, so unangenehm es auch sein mag, hast du sehr transformative Möglichkeiten. Das heißt, sehr, sehr stark daraus zu werden. Das heißt, dass du mit dir wahrhaftig wirklich nochmal reinleuchtest, wo das eine oder andere Geheimnis vielleicht noch nicht gelüftet wurde oder wo du für dich dich noch mehr hinterschaut hast, dein Ego hinterschaut hast, deine Beweggründe hinterschaut hast, ja, und du mit dir wahrhaftig ins Gericht gegangen bist, warum denn dein Leben vielleicht nicht ganz so aufgestellt ist, wie du das gerne hättest, ne? Vielleicht hast du ja doch einen größeren Beitrag geleistet, als du dir selbst eingestehen wolltest. Ne? Und da kann das sehr, sehr erhellend sein. Zwar im ersten Augenblick schmerzhaft, aber die Folge dessen ist dann wirklich Macht. Dass du dann in die Macht kommst, nachdem du aber transformiert bist, schmerzhaft dann, nicht? Und das wünsche ich mir für dich. Das wünsche ich mir für dich, dass du irgendwie da eine Erhellung bekommst, dass du wahrhaftig mit dir bist, transformierst und danach stärker, mächtiger als zuvor bist. Auf dich individuell bezogen. Ganz, ganz wichtig. Lass uns mit dem ersten astrologischen, sehr, sehr heftigen astrologischen Nebenschauplatz eingehen. Und zwar ist das der Pluto in 2 Grad Wassermann, welcher sowohl als auch die Sonne als auch den Mond quadriert. Und das hat's in sich. Das verstärkt nochmal all das, was ich gerade gesagt habe. Ja, deswegen, ne, hoffe ich, verstehst du mich, warum ich hier so intensiv auf diese Themen eingehe, weil der Pluto hier sogar noch mit involviert ist. Und der Pluto ist der Herrscherplanet, einer der Herrscherplaneten des Skorpions. Und der befindet sich dann nun mal eben in 2 Grad Wassermann und quadriert das jetzt. Und Quadrate sind herausfordernde Aspekte. Herausfordernde Aspekte sind anstrengend und bedürfen Aufmerksamkeit, Bewusstsein, um eine Entspannung reinzubringen. Ja? Deswegen ist das hier sehr, sehr, sehr wichtig. Und da kann es sein, wegen Pluto in Wassermann, Pluto ist der Planet der Transformation, der Macht, der Ohnmacht, der Sexualität. Vor allen Dingen aber der Transformation in jeglichem Kontext. Und jetzt in Wassermann ist überwältigend. Und jetzt auf kollektiver Ebene, ja, auf kollektiver Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, können auch zu diesem besagten Zeitpunkt heftige Dinge passieren auf globaler Ebene, ja, die überwältigend sind. Die Rede ist, ja, ich weiß nicht, dass da irgendwie ein krasser Krieg vom Zaun gebrochen wird. Also es ist ja jetzt schon leider so sehr, sehr intensiv und es wird ja immer intensiver und es brodelt ja immer heftiger und es wird ja immer gefährlicher. Ne? Und die Rede ist ja hier von einem dritten Weltkrieg und sowas. Ne? Also ich will jetzt keine Angst machen, aber ja, es ist leider die Gefahr. Es ist leider wirklich eine Gefahr vorhanden. Ne? So, und das nun mal eben auf kollektiver Ebene könnte, ich kann jetzt nicht sagen, dass ein dritter Weltkrieg entstehen wird, ne? Aber ist alles möglich. Ne? Aber sehr, sehr heftige Dinge, dass im Außen so überwältigende Dinge plötzlich passieren, dass dich das total emotional triggert. Ja? Dass du so, weißt du, dass dir die Luft wegbleibt. So, im unangenehmen Kontext leider. Ne? Aber nochmals, auch da ist es wichtig, dass du irgendwie ins Urvertrauen gehst. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du hier Gottvertrauen hast, dass du Urvertrauen generierst, dass du, weißt du, es gibt halt eben auch die hellen Mächte und die sind definitiv stärker. Und was mittlerweile mein Lieblingsspruch geworden ist, ist, am Ende wird eh alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und das solltest du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen, ja, und das hat eben auch diese Energie. Das heißt, also nochmal, diese überwältigende, plötzlich unangenehme, überwältigenden Zustände, der Pluto verstärkt das jetzt noch, weil Wassermann ist plötzlich, Wassermann ist diese plötzliche Energie. Wir werden noch gleich auf den Nebenschauplatz eingehen, des Herrscherplaneten, des Wassermanns, das ist der Uranus, da habe ich aber auch schon ein gesondertes Video gemacht,
Das ist Uranus in Konjunktion mit Jupiter, was zwei Tage davor stattfinden wird, nämlich am 21. Das Video habe ich bereits veröffentlicht, auch unten in der Videobeschreibung. Wenn dich das interessiert, auf jeden Fall sehr, sehr eines der wichtigsten astrologischen Ereignisse in diesem Jahr. Absolut wichtig und notwendig, dir anzuschauen. Bitte unbedingt tun. Kommen wir zum nächsten astrologischen Nebenschauplatz, der es leider auch in sich hat. Und zwar, das ist 24 Grad. Mars befindet sich in 24 Grad in Fische zum besagten Zeitpunkt und bildet eine Opposition zur schwarzen Mond Lilith in 22 Grad Jungfrau. Und das ist auch sehr, sehr spannungsgeladen. Ja? Mars ist der zweite Herrscherplanet des Skorpions, deswegen auch so wichtig jetzt hier in diesem Kontext. Und er steht für unsere Durchsetzung, für unsere Proaktivität, für Angriff und Verteidigung, für unsere Überwindungskräfte. Quasi so ein bisschen der Soldat des Egos, kann man sagen. Ne? So, und jetzt in Fische kann es sein, dass aufgrund dieser überwältigenden Zustände hier sehr eine Art Fluchtverhalten gelebt wird. Das heißt, es kann gut sein, dass du so krass überwältigt bist, dass du einfach ungesunde Sexualität lebst, ja, weil du dich einfach ablenken möchtest, oder dass du den Griff zu den Drogen wagst, ja, weil das einfach zu heftig ist, zu Medikamenten, zu Drogen, zu Sexualität, aber alles im ungesunden Maße, oder vor allen Dingen ganz klar natürlich der Alkohol, ne? Dass du dich einfach komplett, das einfach alles ertrinkst, ne? Oder keine Ahnung, Schlaftabletten, Schmerztabletten, all das ist ja ungesund, ne? Und das hat diese Tendenzen, weil die Lilith gegenüberliegend, ne? Lilith hat mit unseren niederen, unbewussten, schattenthematischen Themen zu tun. In Jungfrau heißt das, dass wir hier das schattenthematische Bedürfnis der Perfektion anstreben, ja? Dass wir ein perfektes Selbstbild haben, weil Mars hat ja auch mit dem Selbst zu tun, nicht? Und da nun mal eben dieses perfekte Selbstbild aufrechterhalten werden möchte, beziehungsweise, das ist ja wahrscheinlich gar nicht aufrecht erhalten gewesen, sondern man möchte es erreichen. Und das ist ja irgendwie ein unerreichbares Ziel, ne? Und das sorgt für einen immens stark angespannten Stress, der wiederum eben genau dich zu diesem Fluchtverhalten bringen könnte. Deswegen ist das auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass du dir das bewusst machst, was ich dir übermittle. Das ist ganz, ganz wichtig, ja? Weil da ist auch meine Empfehlung, mach's nicht. Sei stark und geh durch diese Emotionalität hindurch. Egal wie hart und brutal das auch sein mag, es lohnt sich. Es lohnt sich, weißt du? Die Belohnung wird sehr, sehr stark sein, wenn du diese heftigen, überwältigenden, emotionalen, schon quasi erdrückenden Schmerzen durchlebst, einfach akzeptierst, um danach unglaublich stark und mächtig zu werden. So ein bisschen wie mit einem sehr, sehr harten körperlichen Workout zu tun, danach der Muskelkater, aber danach ist Power angesagt. Danach wächst der Muskel. Der Muskel wächst nicht durch in die Horizontale zurücklehnen, entspannt sein und einen Donut nach den anderen reindrücken, sondern irgendwie gesunde Ernährung, Ertüchtigung, und je härter, je stärker, desto effizienter, ja, wächst dann auch eben der Muskel. Und dementsprechend die Analogie dazu, dass du das verstehst. Ich würde dir gerne was anderes sagen. Ich würde dir gerne sagen, ey, weißt du was, Transformation, alles cool, lehn dich zurück, entspannen, genieß die Show, und das passiert einfach alles von ganz alleine. Meditier ein bisschen, mach ein Räucherstäbchen an und vielleicht hast du noch ein paar andere Leute und ihr macht einen kleinen Ringelkreis und tanzt ein bisschen und sieht alles super. Nee. Das wird leider nicht so sein. Und wenn du das glaubst, dass es so ist, ja, dann wird das Erwachen noch heftiger sein, weil dann wird nämlich die Enttäuschung noch brutaler sein. Deswegen möchte ich dich einfach nur vorbereiten. Ja? Was es aber hier rettet, ist der andere astrologische Nebenschauplatz und der Aspekt zum Mars. Und zwar, das ist ein Sextil zum Uranus in 21 Grad in Stier, bildet eine Konjunktion, so 22 Grad Jupiter. Auch in Stier. Ja. Wie gesagt, ich habe das Video schon dazu gemacht. Das passiert zwei Tage davor. Unten hier in der Videobeschreibung. Unbedingt anschauen. Ganz, ganz wichtig. Und das reißt es raus, muss ich sagen. Meiner Meinung nach. Das reißt es raus. Weil, weißt du, die Skorpion-Thematik hat mit Transformation zu tun. Mit diesem Stirb- und Werde-Prozess. Wie die Phönix aus der Asche, die Schlange häutet sich, ja, und geht dann durch das Feuer, wird zur Asche, und dann die Phönix aus der Asche, heller, schöner, strahlender,
stärker und mächtiger als je zuvor. Das ist diese Analogie, weißt du? Und eben diese Konjunktion, die ein Sextil, jetzt die Jupiter-Uranus-Konjunktion in Stier, die ein wundervolles harmonisches Sextil zu den Mars bildet und ein Trigon zur schwarzen Mond Lilith, wie ich es hier gerade eben beschrieben habe, macht, ist das hier sehr, sehr gut dahingehend, dass eben diese überwältigenden Zustände, wenn sie denn ausgehalten werden können von deiner Seite aus, was ist, wie gesagt, was ich dir, wie gesagt, sehr, sehr stark ans Herz legen möchte, ja, dann kann eine neue Idee entstehen, ja? Dann kann einfach es passieren, dass du dich neu erfindest, dass du deine Werte neu hinterfragst, dass du deine Moral neu hinterfragst, dass du allgemein deinen Besitz neu hinterfragst, dass du den Materialismus neu hinterfragst. Ja? Weil der Materialismus hat hier eine ganze Menge damit zu tun. Ne? Wie gesagt, ich werde jetzt nicht auf diese Konjunktion eingehen, weil das ist so ein großes Thema, dass ich da extra ein gesondertes Video zu gemacht habe. Wie gesagt, nochmals, 2 Tage davor, am 21. findet diese Konjunktion statt. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das rettet das hier sehr, sehr stark. Ja? Und hilft uns einfach dieses Skorpionprinzip ist dieses Stöpp und Werde. Das heißt, erst mussten vielleicht Dinge komplett dem Erdboden gleichgemacht werden, gänzlich zerstört werden, um was wunderschön Neues aufzubauen. Ja? Weil es einfach eine Zeit war, was Neues aufzubauen. Weil das Alte einfach keinen Bestand mehr hatte. Ja? Die Skorpion-Thematik möchte so tief gehen, so ganz, ganz tief bis zur Wahrheit vordringen, um alle Lügen, um alles Überflüssige einfach zu zerstören. Zu zerstören, alles, was keinen Bestand mehr hat, um wirklich an die Wahrheit zu kommen. An die wirkliche Wahrheit, um infolgedessen was wunderschön Neues, Starkes, Mächtiges aufzubauen. Ja? Und das ist genau dieser Aspekt. Und wenn du all das jetzt hier über dich ergehen lässt und du die Power hast und du die Motivation, so wie ich, hast, dem Stand zu halten, ja, und du dich für das Lichtvolle, für das Gute, für das Göttliche entschieden hast, ja, dann erwartet dich eine unglaublich starke, positive Transformation, die dich sehr, sehr mächtig werden lassen kann. Ja? Also das kann ich dir versprechen, wenn du wirklich da mit dir sehr, sehr ehrlich ins Gericht gehst und wahrhaftig bist mit dir, ja, oder mit deinen Lieben, so schmerzhaft es auch sein mag, dann wird am Ende des Tunnels sehr viel Licht sein. Und das Licht wird immer größer und immer größer und immer größer und die Belohnung dementsprechend auch sehr, sehr groß. Und dir sehr, sehr, sehr viel Power geben, sehr, sehr, sehr viel Macht geben und dein Leben vielleicht gänzlich zum Positiven transformieren und wenden. Ja? Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall sehr, sehr stark auf diesen Uranus-Konjunktion-Jupiter-Aspekt in Stier einzugehen. Wie gesagt, Werte, ganz, ganz viel. Werte, Reichtum, Flexibilität, Freiheit. Freiheit, dass du transformierst und dir eine neue Freiheit gewährst. Und dein Leben einfach neu erfindest und neu gestaltest, so dass du selbstbestimmt, proaktiv, eigeninitiativ, ehrlich, wahrhaftig, frei wirst. Wie gesagt, das sind so große Themen, die kann ich jetzt unmöglich auch noch in dieses Video packen. Bitte schau dir das gesonderte Video dazu an. Da gehe ich natürlich dann sehr, sehr stark nochmal in die Tiefe. Kommen wir zum letzten astrologischen, meiner Meinung nach erwähnenswertesten Nebenschauplatz. Und das ist der nördliche Mondknoten in Widder, 14 Grad, bildet eine Konjunktion, könnte man sagen, mit dem Merkur, der rückläufig ist, ganz wichtig, der Merkur ist nämlich rückläufig, zu dem besagten Zeitpunkt und jetzt ja auch schon. Und das ist auch sehr heftig, weil der nördliche Mondknoten in Widder, der nördliche Mondknoten hat mit unserer Seelenmission zu tun, aber jetzt hier im Kontext auf kollektiver Ebene, ja, weil die Gesellschaft, das Kollektiv besteht ja aus den einzelnen Individuen, das heißt, das Individuum ist unteilbar, du bist unteilbar und deswegen bist du auch so immens wichtig, jeder Einzelne von uns ist wichtig und der Beitrag eines jeden Einzelnen von uns ist immens wichtig, ja, deswegen mache ich ja auch das, was ich hier tue. Und da möchte der nördliche Mondknoten aller Seelenmission proaktiv, wirklich selbstbestimmt, selbstbewusst, mit Selbstvertrauen und Mut vor allen Dingen nach vorne schreiten. Allerdings ist hier der rückläufige Merkur mit am Start. Und der Merkur hat mit der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, auf kommunikativer, interaktiver Ebene, aber eben auch, wie wir mit uns selbst kommunizieren. Ne? Und interagieren. Die Rede ist von dem sogenannten Monolog, was eigentlich ein Dialog ist, um ehrlich zu sein. Aber das würde jetzt auch in den Rahmen sprengen, wenn ich darauf eingehe. Was hat sehr viel mit dem Ego zu tun? Ja? Wer ist die Stimme in deinem Kopf? Wer ist das Selbst? Ja? So, und da
aufgrund des rückläufigen Merkurs könnte es zu Diskrepanzen kommen. Es könnte dazu kommen, dass du glaubst, dass die Stimme in deinem Kopf du bist und dass das alles so richtig ist, wie du deine Gedanken handelst. Ja? Aber du bist halt nicht deine Gedanken, ja? Und du bist auch nicht deine Gefühle. Es ist ein Teil von dir. Da ist eben die Frage, wer hat dein Ego programmiert? Ja? Wie kommen deine Gedanken überhaupt zustande? Und die Rede ist hier von einer Art, ne? Deine Sozialisation hat ja dein Ego kreiert quasi so. Und das sind die ganz großen Fragen, die du dir stellen solltest. Was ist mein Ego überhaupt? Ist mein Ego schlecht? Ist das Ego grundsätzlich schlecht? Oder ist es schlecht gemacht worden? Ganz wichtige Fragestellung. Ne? Weil wenn du das nicht auf dem Schirm hast und wenn du nicht verstehst, dass das Ego eventuell bei dir fragwürdig ist, was nicht bedeuten soll, dass du komplett dich des Egos entledigen sollst. Ne? Nein, davon ist überhaupt nicht die Rede. Das Ego ist total wichtig, überlebensnotwendig, aber gesund und nicht ungesund. Und bei den meisten von uns ist das Ego nun mal eben sehr, sehr ungesund konditioniert worden. Ne? Und dann glauben wir nun mal eben, dass wir das Ego sind. Aber das Ego ist ein hervorragender Diener, aber ein tyrannischer Herrscher. Und wenn es bei dir der tyrannische Herrscher ist, ja dann ist all das, was ich hier gesagt habe, noch heftiger und bedarf noch mehr Bewusstsein, um da eine Art Demaskierung, Enttarnung, Lokalisierung vorzunehmen, um dann infolgedessen eine Umtransformierung vorzunehmen. Ja, ganz, ganz wichtig, immens wichtig. Dann haben wir noch den Chiron in der Nähe, auch in Widder. Chiron ist der Komet der Verletzung, unserer Schwächen, Verletzung und Heilung, ja. Aber Heilung geht ja nur da, wo Verletzung ist. Ne? Und jetzt im Widder-Prinzip, das heißt, unser Selbst ist hier verletzt auf kollektiver Ebene. Und es ist eben auch das, was ich ganz klar bestätigen kann, vor allen Dingen in meinen Arbeiten. Ja? Als Astrologe, als Berater. Ich sehe ja, wie gesagt, direkt an der Front, wie unglücklich die Menschen sind. Ja? Ich sehe ja, wie krass das Ego fast jeden von uns in das Licht geführt hat und eben für diese immens starken Schmerzen verantwortlich war. Also nicht das Ego, sondern es gibt ein Deal, das kann ich nicht oft genug wiederholen, zwischen dem Dunklen und dem Hellen oder dem Bösen und dem Guten ist, woran sich auch das Böse halten muss. Das Dunkle braucht dein Einverständnis, okay? Es braucht dein Einverständnis. Ohne deine Entscheidung, ohne dein Einverständnis kommt das Dunkle, Böse kein Millimeter weiter. Das ist ein Versprechen. Okay? Und deswegen bedient sich das Dunkle deines Egos. Sehr subtil, sehr clever, sehr intelligent. Ja? Und irgendwann glauben wir, dass wir unsere Stimme sind. Ja? Ist aber nicht so. Wichtig ist, wer ist der Beobachter? Wer ist der Beobachter? Deswegen Meditation. Geh in die Ruhe. Sei alleine. Geh in die Natur. Ja? Lausche und horche in dich hinein. Höre deine Gedanken. Wer ist der Beobachter? Ne? Das sind ja Gedanken und dann gibt es ja einen Beobachter. Wer ist der Beobachter? Da kommen wir der Sache schon mal näher. Weil es geht darum, zurück zu deiner Intuition, zu deinem Herzen, zu deinem höheren Selbst zu werden. Ja? Das ist das Wichtigste. Und deswegen mache ich ja auch dieses Video hier, um so viele Menschen damit zu erreichen, um dich eben mächtig zu machen, um dich selbst zu durchleuchten, um dich selbst zu hinterfragen. Okay? Und genau das ist wichtig. All das, was ich gerade beschrieben habe, ja, könnte all das nun mal eben demaskieren. All diese Geheimnisse, die du vor dir hast. Oder die Geheimnisse, die man vor dir hat. Ja, dass du wirklich den Mut hast, ganz, ganz so tief zu bohren, wie es nur geht. Um durch alle Oberflächlichkeiten hindurchzudringen, um an die Wahrheit zu kommen. So schmerzhaft das auch sein mag, aber es lohnt sich und wird dich am Ende sehr, sehr mächtig machen. So, das war's fürs Erste. Ich hoffe, ich konnte dir hier eine Orientierung anreichen, für etwas mehr Klarheit sorgen und dir helfen, ein Bewusstsein für das uns bevorstehende Ereignis generieren. Trotzdem würde ich aber gerne wissen, was du bis jetzt mit Vollmonden im Allgemeinen für Erfahrungen gesammelt hast. Vor allen Dingen aber jetzt hier in Skorpion. Weißt du vielleicht, in welchem Haus sich dieser Vollmond in deinem individuellen Horoskop befindet? Bitte teile dein Wissen und deine Erfahrung mit unserer Community und hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne diesen meinen Kanal und werde ein Mitglied unserer immer größer werdenden, wundervollen, tollen astrologischen Community und aktiviere die Glocke, so dass du sofort informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video veröffentlicht habe, damit du auch ja keines meiner weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Schön, dass du hier warst. Dein Rayan. Bis zum nächsten Mal.